Base. Willkommen zu unserem zweiten Vortrag von heute und ich freue mich sehr, Julian begrüßen zu dürfen. Julian Hauser hat unter anderem schon für die digitale Gesellschaft gearbeitet und für EDRI und hat seine Masterarbeit geschrieben über philosophische Perspektiven auf die Urheberrechtsdebatte. Und diese Ergebnisse seiner Masterarbeit möchte er uns heute in kondensierter Form vorstellen. Einen Applaus bitte für Julian. Ja, ich bin Julian, ich habe hier bei der DigiGIS und auch bei EDRI ein Praktikum gemacht und habe vor einem Jahr eine Masterarbeit zum Thema Ethik des Copyright oder Urheberrechts geschrieben. Und in diesem Vortrag möchte ich eigentlich nur ein bisschen darstellen und ein bisschen aufbröseln, was für Argumente es gibt und wie sich in der Philosophie diese Argumente strukturieren. Und man kann die Argumente auch immer wieder halt im echten Leben beobachten und ich denke, es hilft irgendwie so ein bisschen größeren Überblick über die ganzen Argumente zu haben, um zu verstehen, wie über das Thema geredet wird und welche Argumente greifen und welche Gegenargumente auch greifen. Der große Gegensatz, sharing is caring versus stealing is wrong, das sind so die zwei Grundpositionen, die es so häufig zu hören gibt. Hier nochmal mit einem XKCD-Comic illustriert. Ich finde auch etwas, was die Philosophie zur Copyright-Debatte beitragen kann, ist auch, dass man vielleicht ein bisschen ruhiger und ein bisschen durchdachter argumentieren könnte, weil die Copyright-Debatte häufig sehr hysterisch ist und da ein bisschen Ruhe und ein bisschen größerer Überblick nicht schaden kann. Zum Einstieg nur ein paar kleine, kurze Fakten über Copyright. Es gibt zuerst mal die Unterscheidung zwischen Urheberrecht, Copyright und dem droit d'auteur in Frankreich. Das sind alles rechtlich unterschiedliche Dinge, auch philosophisch, also die Grundlagen sind auch ein bisschen unterschiedlich, aber für diesen Vortrag ist das total egal. Ich rede jetzt immer von Copyright, meine damit aber auch Urheberrecht und droit d'auteur und mehr oder weniger überall auf der ganzen Welt ist das etwa dasselbe. Urheberrecht, was ist das? Das ist das Urheberrecht an einer Originalarbeit, also ein Eigentumsrecht an einer Originalarbeit. Originalarbeit heißt einfach, es muss ein Werk sein, das nicht kopiert wurde. Das heißt, es ist nicht einfach eine Kopie von einem anderen Werk, relativ logisch. Und es muss minimal kreativ sein. Es darf nicht einfach nur irgendwie eine Aneinanderreihung von Namen sein. Man muss da irgendwie irgendwas minimal Kreatives muss da drin sein. Das ist wirklich nicht viel. Das muss da nicht irgendwie hohe Kunst sein oder so. Aber es muss da zumindest irgendwie ein bisschen was an Gedanken reingegangen sein. Copyright ist nicht nur ein Recht, sondern ist ein ganzes Bündel an Recht. Da gibt es Rechte wie zum Beispiel das Copyright, also das Recht, die Arbeit zu vervielfältigen. Aber es gibt auch Rechte, irgendwie das zu veröffentlichen, Rechte, die Bearbeitung des Werks irgendwie zu reglementieren und so weiter. Ist jetzt für diese Präsentation auch nicht so wichtig. Ich wollte das auch mal kurz sagen. Copyrights sind keine Patente. Bei Copyright geht es wirklich nur um die, auf Englisch nennt man das Expression, keine Ahnung, wie auf Deutsch das im Rechts. Das ist auch noch ein Ding, ich habe das jetzt alles, meine Masterarbeit ist auf Englisch, der Vortrag auf Deutsch, deshalb habe ich das irgendwie eindeutschen müssen. Das heißt, ab und zu kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen holprig klingt. Bei Patenten geht es um Ideen, also da kann man zum Beispiel die Idee irgendwie, ein neues Medikament kann man da zum Beispiel patentieren. Bei Copyright geht es um Arbeiten wie ein Buch oder ein Song oder so, da geht es nicht um die Idee, sondern wirklich nur um den Inhalt, der geschützt ist. Die Schutzdauer fürs meiste, da gibt es halt ja auch ein paar andere Ausnahmen, aber im Allgemeinen geht es um das Leben des Autors plus 70 Jahre, also ziemlich lange. Die Copyright-Debatte, die ist momentan wieder mal sehr am Leben, vor allem auf EU-Ebene, wo jetzt momentan eine Reform diskutiert wird. Und die Diskussion, die da stattfindet, ist häufig nicht unbedingt sehr bedacht und tiefgründig. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele da gebracht. Zum Beispiel hier, das ist Richard Mollet of the UK Publishers Association, der über den Bericht, den Julia Reda vorbereitet hat zur Copyright Reform,
schreibt, it involves what pirates have always done and that's steal. Ja, stealing is wrong, ist also die Seite da klar mal. Hier ein Kommentar von einem Regisseur und Produzenten. It feels like someone is walking into your house and stealing your furniture. Über ja, das Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Dann wird zum Beispiel auch in Filmen sieht man häufig irgendwelche Warnungen, dass man das jetzt nicht kopieren sollte und das wird auch immer ziemlich reißerisch dargestellt. Hier ist eine davon. Das hier habe ich so als Beispiel für ein Argument, das man die ganze Zeit hört, gebracht. Without copyright law, art would not exist. Und das hört man immer. Wenn wir kein Copyright haben, dann produziert niemand mehr nichts. Wenn wir kein Copyright haben, dann gibt es die europäische Kulturvielfalt nicht mehr. Und so weiter und so fort. Ja, das Argument ist nicht unbedingt das stärkste. Nun zu den Argumenten, die es gibt in der Copyright-Debatte, also rein philosophisch gesehen, von der moralphilosophischen Sichtweise aus, gibt es drei grundsätzliche Argumente. Also andere Autoren stellen das ein bisschen anders dar, aber im Allgemeinen kann man das auf das zusammenfassen. Es gibt erstens mal die Argumente, bei denen es um das gesellschaftliche Allgemeinwohl geht. Das sind sogenannte konsequenzialistische Theorien. Da geht es darum, dass Copyright dazu führen sollte, dass es am Schluss allen im Allgemeinen besser geht. Das heißt, der ganzen Gemeinschaft. Hier geht es nicht um das Wohl der Autoren, sondern um das Wohl der Allgemeinheit. Die Idee ist, dass durch Copyright mehr produziert wird oder Besseres produziert wird und wir alle davon profitieren. Ich stelle dazu kurz zwei Versionen vor. Da gibt es die eher ökonomische Variante, BIP-Version habe ich die hier genannt. Da geht es darum, dass Copyright zu Wirtschaftswachstum führt und das ja für alle gut ist. Und die zweite Variante ist eine wertepluralistische Version und da geht es darum, dass man sagt, dass nicht nur ökonomische Werte wichtig sind, sondern auch andere. Dazu mehr später. Dann zweitens die Argumente, die auf dem Wohl des Autors basieren. Hier geht es darum, dass der Autor irgendwie ein Recht hat, zu entscheiden, was mit seinem Werk passiert, einfach aus dem Grund heraus, dass er das produziert hat. Meistens wird das aus dem Naturrecht irgendwie abgeleitet. Man sagt dann, ja, dazu auch später noch mehr, Naturrecht heißt eigentlich, dass es gewisse Rechte gibt, die nicht unbedingt im Gesetz festgeschrieben sind, sondern moralische Werte sind und die immer gelten für alle. Und die dritte Variante, und das finde ich die spannendste, aber ist auch die, die eigentlich nie irgendwie erwähnt wird, da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung durch Urheberschaft. Das heißt, man kann sagen, dass wir durch urheberrechtlich geschützte Werke oder über Autorenwerke uns ausdrücken und unsere Persönlichkeit sowohl anderen gegenüber ausdrücken, als auch entwickeln. Und dass das wichtig ist und dass das dazu führt, dass der Autor gewisse Rechte haben sollte an seinem Werk. Nun zum ersten Argument. Das berühmteste Beispiel davon kommt aus den USA. Da steht in der Konstitution, the Congress shall have power to promote the progress of arts, progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. Und hier sieht man schön, dass es darum geht, the progress of science and useful arts zu fördern. Es geht nicht um Autoren, es geht um die Allgemeinheit, die dann von Progress of Science and Useful Arts irgendwie profitiert. Auch in der EU ist das wichtig, hier ein kurzer Ausschnitt aus der EU Information Society Directive, auch genannt Copyright Directive, das ist die, die jetzt momentan reformiert werden sollte. Und da steht auch drin, ihr könnt das selber lesen, ich lese das jetzt nicht immer vor. Und auch hier sieht man, dass es darum geht, dass Copyright dazu führen sollte, dass Autoren monetär irgendwie profitieren können von ihren Kreationen, durch das mehr produzieren oder besser produzieren und wir alle durch das dann profitieren. Zur ersten Variante, das ist die BIP-Variante, die ökonomische Variante, auch die utilitaristische Variante zum Teil genannt. Das ist die ganz simple Variante, da geht es wirklich nur darum, messen wir einfach mal, wie wirtschaftlich die Auswirkungen sind. Man nimmt dann an, dass
je größer das BIP, desto besser geht es den Menschen. Deshalb. Und hier das Argument, das habe ich vorhin schon kurz eingeführt, Copyright führt zu mehr besseren Werken, da eben die Autoren durch diese monetäre, die Möglichkeit des monetären Gewinns dazu irgendwie animiert werden, mehr oder besser zu produzieren. Erstens stimmt das nicht unbedingt. Also es gibt bis jetzt noch keine Studien, die das irgendwie zeigen. Man weiß auch, dass Menschen schon vor ein paar hundert Jahren fleißig Kultur geschaffen haben und da gab es noch kein Copyright. Es gibt auch ganz viele Menschen, die heutzutage auf Copyright verzichten. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall schon mal eher wackelig. Aber sogar wenn das stimmen würde, dann führt Copyright auch zu höheren Kosten. Und zwar all die Menschen, die nicht so viel Geld haben, können dann zum Beispiel nicht auf irgendwelche Werke zugreifen. Oder auch wenn wir zugreifen können, haben wir häufig nicht das Recht, das Werk dann abzuwandeln und dann wieder zu veröffentlichen. Das heißt, Copyright führt auch zu höheren Kosten. Und die Ökonomen sind sich da nicht ganz sicher, was jetzt da am Schluss das Resultat der Rechnung sein sollte, aber hier ein kurzer Ausschnitt aus der Stanford Encyclopedia of Philosophy, das ist also eine ziemlich bekannte Quelle, und die schreiben, dass Economists who have considered the question indicate that either the jury is out or that other arrangements would be better. Das heißt, so klar pro Copyright sind sogar Ökonomen nicht, die normalerweise eher für Copyright sind. Und sogar wenn Copyright zu mehr und besseren Werken führen würde, also auch die Kosten drin sind, müsste man nicht ein Copyright-System mit einem System ohne Copyright vergleichen, sondern ein Copyright-System in einem System, das alternative Vergütungssysteme hat. Also es gibt da ganz viele andere Arten, Urheber zu entschädigen, und wenn man irgendwie herausfinden will, ob Copyright wirklich das Beste ist, muss man Copyright mit der besten anderen Alternative vergleichen. Und viele, also ich habe jetzt mal ein paar andere Optionen hier aufgeführt, da gibt es die Idee der Cultural Flat Rate, das heißt, jeder würde dann im Monat irgendwas zahlen, das dann irgendwie nach irgendeinem Verteilschlüssel auf Autoren, auf Urheber verteilt würde. Es gibt die Idee von Crowdfunding, das heißt, das private Sammeln von Geld durch Autoren, oder die Möglichkeit von staatlichen Subventionen. Und man kann natürlich das auch ganz das kombinieren. Man kann natürlich ein System haben, das alle drei von diesen Möglichkeiten in sich vereint. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann ist überhaupt nicht mehr klar, ob Copyright wirklich so notwendig ist. Hier ein Tweet von Nine. Another beautiful day for the culture industry, for culture not so much. Und auf was ich mit dem anspielen wollte, ist, dass das vorherige Argument, es geht im vorherigen Argument ja wirklich um die ökonomische Seite. Das heißt, es geht da hauptsächlich um die Culture Industry, um Dinge, die sich dann irgendwie monetär messen lassen. Aber man kann nicht alles an der Kultur irgendwie monetär messen. Das heißt, auch wenn es der Culture Industry gut geht, heißt das noch lange nicht, dass es der Culture auch gut geht. Und da ist halt die Idee, dass es noch andere Werte gibt, die uns wichtig sind, und dass nur ökonomischer Wachstum nicht unbedingt das ist, was das höchste aller Gefühle ist. Andere Werte, die wir irgendwie auch noch als wichtig empfinden könnten, sind Dinge wie Diversität. Das heißt, wir wollen nicht nur gute Werke, wir wollen auch viele. Das heißt, dass Menschen auch auswählen können, was sie jetzt irgendwie lesen oder hören wollen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie mehr Möglichkeiten haben, genau das zu finden, was ihrem Charakter entspricht und so weiter. Und da ist es auch so, dass rein monetär gesehen für Unternehmen es viel effizienter ist, einfach wenige Werke zu haben und die dann an viele zu verkaufen, als viele Werke an je wenige. Das heißt, Copyright führt da eher zu einer Konzentration von, zu einer Einschränkung der Diversität. Denn zweitens, der lebendige öffentliche Diskurs. Copyright betrifft Kultur, das heißt, betrifft, was, wer, wann sagt und mit welchem Effekt. Und es ist klar, dass Copyright sehr einschränkend ist häufig,
Und dass zum Beispiel Arme dann nicht so am öffentlichen Diskurs teilnehmen können, wenn sie zum Beispiel nicht einfach irgendwie einen Ausschnitt aus dem Buch irgendwie posten können oder irgendwie, keine Ahnung, oder ein Meme, zum Beispiel ein Meme irgendwie basteln wollen und da ein Bild reintun wollen, das halt urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, dieser öffentliche Diskurs kann auch durch Copyright geschädigt werden. Drittens, das reichhaltliche Sozialleben. Das Teilen von Urheberwerken oder von Werken im Allgemeinen ist wichtig für uns, und Teilen im Allgemeinen ist eine sehr, sehr basische menschliche Aktion, und die ist vor allem in Gruppen sehr wichtig. Also es gibt viele Gruppen, also zum Beispiel die Open Source Community oder auch Dinge wie 4chan und so weiter, die leben davon, dass Menschen miteinander Werke teilen. Und wenn die das nicht können, dann können sie auch nicht die Gruppe irgendwie aufbauen. Und ohne dieses Sozialleben geht es uns Menschen normalerweise ziemlich schlecht. Dann letztens noch die Verteilungsgerechtigkeit. Ja, es ist nicht nur wichtig, wie groß das BIP ist, sondern auch, wie es verteilt ist. Und ja, wie man sieht, heutzutage in der Culture Industry ist es eher so, dass es wenige gibt, die da viel haben, und sehr viele, die wenig haben. Das heißt, ein anderer Punkt, den man auch noch einbeziehen sollte. Jetzt mal genug von diesem ganzen Konsequenzialismus, und wir gehen jetzt weiter zu den nächsten zwei Argumenten. Hier ist ein Banner, den ich auf der Webseite von Copyright Alliance gesehen habe. You create it, you own it. Sehr simpel. Hier geht es um das Interesse der Autoren. Es geht hier jetzt darum, also das Argument sagt, dass Autoren qua Autoren, einfach weil sie Autoren sind und etwas kreieren, dann das besitzen sollen und bestimmen sollen dürfen, was damit geschieht. Das Argument, da gibt es verschiedene, ja, da gibt's verschiedene Gründe, wieso jetzt Autoren das besitzen sollen. Einerseits Investition von Ressourcen, Zeit, Arbeit, Geld und so weiter. Oder das Schöpfen von Mehrwert. Durch das, dass sie solche Investitionen tätigen oder dass sie Mehrwert erarbeiten, sollen sie zu Eigentumsrechten kommen. Allerdings ist es so, dass Copyright nur Originalwerke schützt. Das heißt, Copyright schützt nur dann ein Werk, wenn wirklich ein neues, minimal kreatives Werk existiert. Wenn das Werk aber schon vorher existiert und jemand da Ressourcen investiert oder einen Mehrwert schöpft durch eine Interpretation zum Beispiel, dann ist das nicht copyrightlich, urheberrechtlich geschützt. Aber mit diesem Argument müsste es sein. Also das Problem ist bei dem Argument, dass es nicht schafft, einen Unterschied, also es schafft nicht, Urheberrecht nur auf Autoren zu fokussieren. Ganz viele andere Menschen könnten dann auch argumentieren, dass ihre Arbeit irgendwie geschützt werden sollte. Das heißt, diese ganzen Argumente funktionieren eigentlich nie, weil man mindestens, um eine Theorie aufzubauen, die das Interesse der Autoren vertritt, erstmal eine exklusive Verbindung zwischen Autor und Werk herstellen muss. Das heißt, eine Verbindung, die wirklich nur zwischen Autor und Werk gibt und nicht zwischen Nicht-Autor und Werk. Und da muss man auch erklären, wieso diese Verbindung moralisch wertvoll ist. Und moralisch wertvoller als Verbindungen zwischen Nicht-Autoren und Werken. Das heißt, das vorhergehende Argument, dass schon der erste Teil dieser Struktur wird nicht erfüllt vom ersten Argument. Um irgendwie diese Verbindung zwischen Autor und Werk irgendwie zu finden, muss man zuerst mal wissen, was ein Autor ist. Ein Autor ist auf jeden Fall jemand, der was schafft. Und wenn man im Urheberrecht schaut, und wie ich am Anfang erläutert habe, braucht ein Autor ein gewisses Maß an Kreativität. Ja, ich bin Schweizer, deshalb scharf. Es gibt es bei mir auf der Tastatur nicht. Und normalerweise in der Literatur sagt man, Kreativität ist etwas, was irgendwie wichtig ist und was Autoren ausmacht. Ein Autor ist jemand, der durch kreative Arbeit was erschaffen hat. Ich werde jetzt nicht versuchen, Kreativität genau zu bestimmen. Das ist sehr schwierig. Müssen wir auch nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass man irgendwie einen Input hat, irgendwelche Inspirationen oder andere Werke, die dann irgendwie umwandelt und am Schluss ein neues Werk hat. Und das neue Werk muss sich unterscheiden von den Inputs. Es darf nicht kopiert sein. Kreativität definieren wir nicht.
Es ist auf jeden Fall nicht Zufall. Also wenn man irgendwie einfach etwas durch Zufall erschafft, dann ist das nicht kreativ. Das muss irgendwie intentional sein, es muss irgendwie gewollt sein. Es ist auch nicht einfach mechanistisch. Also wenn irgendwie ein Mensch einfach irgendwie 10-mal mechanisch irgendwie einen Knopf drückt, dann ist das auch nicht kreativ. Hughes, ein Philosoph, der sich mit Copyright befasst hat, löst das Problem, er löst es nicht wirklich, aber er sagt einfach, gut, Kreativität ist dann, wenn wir das Entstehen eines Werks nicht auf externe Faktoren irgendwie zurückführen können. Das heißt, sobald wir nicht wissen, was wirklich da abgeht, dann ist kreativ. ja, und das, die Definition reicht jetzt auch für heute. Also die Kreativität stammt in dem Fall von der Person. Das heißt, es ist nicht was, was von außen kommt, es ist etwas, was irgendwie in der Person drin passiert und durch das wird ein Werk kreativ. Da die Kreativität von der Person kommt, ist sie auch immer zu gewissermaßen ein Ausdruck der Persönlichkeit des Autors. Also zum Beispiel, wenn ich ein Gedicht schreibe, dann wird das wahrscheinlich meine Überzeugungen oder meine Wünsche oder meine Sorgen oder wie auch immer irgendwie zum Ausdruck bringen und dadurch mich ausdrücken. Da gibt es natürlich Unterschiede, wenn irgendjemand überhaupt nicht glücklich ist und irgendwie sich mit seinem Beruf überhaupt nicht irgendwie identifiziert, aber da irgendwie programmieren muss, dann ist das vielleicht weniger mit seiner Persönlichkeit irgendwie verbunden. Aber auch da ist die Person wahrscheinlich nur deshalb in diesem Büro am Arbeiten, weil irgendwie das mit seiner Person, irgendwie mit seiner Persönlichkeit zusammenhängt. Das heißt, es gibt wie immer irgendwie ein kleines bisschen an Persönlichkeit in einem Werk. Für uns als Menschen, wenn wir uns entwickeln wollen und wenn wir unsere Persönlichkeit entwickeln wollen, ist es wichtig, dass wir uns ausdrücken können in der Welt. Dass wir nicht nur in uns selber drin leben, sondern dass wir auch Dinge schaffen in der Welt, die dann andere auch sehen können, hören können und so weiter. Das heißt, fürs menschliche Glück oder auch, ja, ist es extrem wichtig, dass Menschen ihre Persönlichkeit frei entwickeln können, so frei wie möglich. Ja, wir identifizieren uns dann auch mit diesen Werken, weil die eben von uns stammen und die unser Wissen können, unsere Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Und die Idee ist nun, dass wenn wir solche Dinge kreieren, dann führt das auch zu Risiken. Also durch das, dass wir Dinge kreieren und durch das, dass Leute dann gewisse Dinge mit diesen Werken tun, kann das dann auch irgendwie einen Einfluss auf uns haben. Und da möchte ich jetzt ein bisschen ausführen hier. Also erstens mal kann der Gebrauch von Werken die gesellschaftliche Wahrnehmung des Autors beeinflussen. Also zum Beispiel, ich schreibe ein Lied und dann wird das die ganze Zeit von irgendwelchen Neonazis verwendet in ihren Demonstrationen. Und das kann natürlich dann, auch wenn ich da überhaupt nicht zu tun habe, kann das natürlich irgendwie dazu führen, dass Leute denken, ich sei irgendwie ein verkappter Nazi, dass ich weniger Auftritte kriege, weniger Geld, weniger Anerkennung und so weiter. Und da hat es dann wirklich sehr konkrete Auswirkungen auf einen. Und da kann man sagen, durch dieses Risiko ist ein gewisser Schutz vielleicht notwendig. Ja, noch schlimmer ist, dass wenn jetzt unsere Werke konstant immer auf eine Art verwendet werden, die wir irgendwie nicht billigen, dann können wir irgendwann vielleicht auch dazu kommen, an uns selber zu zweifeln und unsere eigene Selbstwahrnehmung ändern. Weil wenn jetzt irgendwie unser Text, den wir so verstanden haben, von allen anderen anders verstanden wird, dann denken wir uns vielleicht irgendwann, vielleicht habe ich ja unbewusst doch was anderes sagen wollen. Und ja, auch da sieht man, dass der Gebrauch von Urheberwerken ja, uns beeinflussen kann uns Risiken aussetzt. Gleichfalls, also auch wenn ich jetzt eben das gleiche Beispiel wieder, ich schreibe ein Gedicht und das wird die ganze Zeit vereinnahmt von anderen Leuten für andere Zwecke, dann verliere ich auf gewisse Art auch die Möglichkeit, mich auszudrücken, weil ich will was ausdrücken, aber es kommt nie an, es wird immer anders verstanden. Und dies kann natürlich dann die eigene Persönlichkeitsentwicklung erschweren. Das heißt, so einfach so grundsätzlich gesagt, haben Autoren auf jeden Fall Persönlichkeitsinteressen an ihren Werken. Nun, die große Frage ist, was heißt das?
Nur weil wir Interessen an unseren Werken haben, heißt das nicht unbedingt, dass wir exklusive Kontrolle wie Copyright benötigen. Oder vielleicht heißt es, dass wir eine gewisse Art von Kontrolle brauchen oder gewisse der Rechte von Copyright brauchen, aber nicht alle. Ist exklusive Kontrolle durch Copyright notwendig? Nein. Kurze Antwort. Längere Antwort, und das ist das, auf das ich in meiner Arbeit dann am Schluss irgendwie herausgekommen bin, ist, dass ich gesagt habe, es gibt gewisse Rechte im Copyright, die wichtig sind und die notwendig sind, aber nur sehr wenige. Also erstens mal haben wir ja gesehen, dass es hier vor allem um gesellschaftliche Anerkennung geht, um die Möglichkeit, sich auszudrücken und darum, dass zum Beispiel, wenn ich ein Werk schreibe, das dann auch als Werk von mir irgendwie bekannt wird. Das ist extrem wichtig, weil ich durch das Anerkennung finde, durch das auch Möglichkeiten erhalte, durch das weiter irgendwie schaffen und kreativ sein kann. Und deshalb finde ich so, das Recht auf Attribution, ist wichtig. Also Autoren müssen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auf Attribution zu bestehen, solange das nicht dass die Nutzung unserer Werke irgendwie zu sehr beeinträchtigt. Genauso wichtig ist, dass das Nutzen, also das Benutzen von Werken, mit denen wir nicht einverstanden sind, nicht mit uns dann irgendwie in Verbindung gebracht werden. Das heißt, wenn jemand unser Werk verwendet, zum Beispiel die Neonazis, eine Demo singt mein Lied, dann will ich, dass die sagen, dass ich das nicht unbedingt okay finde. Einfach damit klar wird, dass ich da nicht mit zusammenhänge und dass ich vielleicht etwas anderes damit gemeint habe. Und das hab ich in meiner Arbeit Non-Endorsement genannt. Das heißt, es muss immer klar sein, dass eine gewisse Nutzung von einem Wert nicht von dem Autoren endorsed, also irgendwie, dass der Autor da nicht zugestimmt hat unbedingt. Wie man das genau regelt, weiß ich nicht, aber man kann zum Beispiel sagen, dass jetzt immer explizit gesagt werden muss. Wenn das aber zum Beispiel in der Gesellschaft immer so automatisch so gesehen wird, dass eine Verwendung vom Werk nicht unbedingt vom Autoren abgesegnet wird, dann ist vielleicht eine explizite Warnung gar nicht notwendig. In der heutigen Kultur, wo wir halt Copyright haben, denke ich, es ist notwendig, weil normalerweise denken wir, dass Autoren alle Kontrolle über ihr Werk haben und deshalb auch für Verwendungen ihrer Werke irgendwie mit drin hängen. Gut, aber auch wenn man Quellenzuordnung hat und auch wenn man immer klar macht, dass der Originalautor nicht einer Verwendung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass es kein Restrisiko gibt. Man kann immer noch die Fähigkeit verlieren, sich über sein Werk auszudrücken, auch wenn alle immer sagen, das ist nicht von ihm, dass die Nutzen dieses Werks ist nicht von ihm irgendwie abgesegnet, dann können die Leute immer noch was anderes denken. Allerdings gibt es das auch mit Copyright, also ich meine, auch Copyright-Werke können ja genutzt werden auf Arten, mit denen der Autor nicht unbedingt einverstanden ist. Und ja, also das Risiko gibt es nicht nur ohne Copyright, sondern auch mit. Und es hängt auch sehr von der Einstellung des Autors ab, ob er durch irgendwie nicht gewollte Nutzungen seiner Werke irgendwie seine Ausdrucksmöglichkeiten geschmälert sieht. Das heißt, ich lese das mal kurz. If an author does not believe that she owns the work in question, if she is tolerant of other views, and if she sees authorial works as building on other works, then uses she dislikes are less likely to endanger her quest for self-actualization. Das heißt, wenn ich weiß, dass andere frei halt das Werk verwenden können und da auch halt andere Meinungen damit ausdrucken können, dann ist meine eigene Ausdruck nicht unbedingt irgendwie in Gefahr, nur weil das von anderen verwendet wird. Das heißt, die Überzeugung, meine eigene Überzeugung, dass Menschen halt meine Werke auf irgendeine Art verwenden können, kann dazu führen, dass ich weniger angegriffen bin in meiner eigenen Selbsteinschätzung, wenn Menschen meine Werke irgendwie verwenden auf eine Art, die ich nicht so toll finde. Dann noch das Dritte. Ich habe jetzt alles ausgeklammert, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Führt das dann nicht dazu, dass einfach die Autoren dann halt ausgebeutet werden. Das heißt, ich kreiere was und jemand anders macht das Geld damit. Ich habe da in meiner Arbeit geschrieben, dass
Autoren Recht haben sollen auf eine Gewinnbeteiligung. Das heißt, wenn jemand anders Geld mit meinem Werk macht, dann sollte ich was davon abkriegen. Nicht, dass die mich zuerst fragen sollen müssen, ob ich damit einverstanden wäre, aber auf jeden Fall, dass es irgendeinen Schlüssel gibt, so und so viel Prozent oder wie auch immer am Gewinn, muss abgegeben werden. Durch das wird halt dann sichergestellt, dass der Autor nicht ausgebeutet wird. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache, weil auf irgendeine Art müssen ja Autoren entschädigt werden. Und wenn die durch diese Gewinnbeteiligung auf jeden Fall einen Teil ihrer Einnahmen irgendwie erstreiten können, ist das auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und es führt ja auch nicht dazu, dass Leute dann weniger die Werke nutzen können, weil nicht kommerzielle Nutzungen sind sowieso ausgeklammert. Und bei kommerziellen Nutzungen, das darf auch jeder, muss man halt auch ein bisschen was abgeben. Ja, wieso denke ich, dass diese Restrisiken okay sind? Nämlich, weil die Persönlichkeitsinteressen von Nicht-Autoren auch wichtig sind. Das heißt, wir verwenden auch sehr häufig, wahrscheinlich noch häufiger als unsere eigenen Werke, Werke von anderen Menschen. Das heißt, wir lesen ein Buch, das uns beeinflusst, wir möchten das vielleicht teilen mit unseren Freunden oder wir haben ein Gedicht gelesen, das wir mit unseren Freunden teilen wollen, um irgendwie unsere Stimmung auszudrücken oder oder irgendwas. Und wenn wir das nicht können, dann werden wir in unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung gestört. Ja, häufig wollen wir Werke auch abändern, weil sie vielleicht nicht ganz mit uns Einstellungen irgendwie übereinstimmen. Oder zum Beispiel jetzt zurück zu den Memes. Wir wollen ein Bild nehmen und da irgendwas Lustiges draufschreiben und damit irgendwie unsere politische Überzeugung ausdrücken. Ja, und das gehört alles dazu, dass wir unsere Persönlichkeit, unsere Überzeugung, unseren Charakter und so weiter ausdrücken wollen und das nicht können, wenn wir das Recht nicht haben, Werke zu ändern. Und dann der letzte Punkt. Ja, Persönlichkeitsentwicklung von Autoren ist zwar wertvoll, aber nicht jede Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, eine Persönlichkeitsentwicklung, die nur dazu führt, dass der Autor zum egoistischen Idioten wird, ist vielleicht nicht was, was irgendwie moralisch wichtig ist. Das heißt, wenn Persönlichkeitsentwicklungen anderer übermäßig gestört werden durch unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das vielleicht nicht irgendwie moralisch wichtig und deshalb können die Autoren auch nicht unbedingt darauf bestehen, alle Kontrolle zu haben, auch wenn sie ab und zu vielleicht ein wenig geschädigt werden. Jo, dazu noch die Quellen. Und das. Ja, auf meiner Webseite, das ist da julianhauser.com, da kann man auch die Masterarbeit runterladen, wenn man will. Sie ist relativ lange und relativ theoretisch. ja, und sonst auch E-Mail oder wie auch immer. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ist jetzt der Moment dazu. Dankeschön, Applaus erstmal.